Auf jeden Fall, für heute ist erstmal nichts geplant. Ich denke mal Tortuga-Archipel oder westliche Grasebene. Westliche Grasebene wäre ich dafür. Mit dem Bogen, vielleicht versuchen wir uns an der Schwinge. Und danach wechseln wir dann wieder auf die Miaugi. Ah ne, auf das Großschwert. Sehe ich gerade. Ich habe mir ja hier den berühmt-berüchtigten Plan. Ich bin die mit dem Plan. Hallo. Ja gut, wenn wir jetzt schon hier rumhängen. Ich bin ganz ehrlich. Ich will Olivia als Piratin lieber haben als Aristokratin. Deshalb zurück zum Puerto-Ferienhaus. Ey, Aunt Debbie, sieht das gar nicht so schlecht aus mit der Brille. Die Brille ist eigentlich perfekt. Oh, never mind. Aber so, wenn man nicht genau hinschaut, sieht es schon perfekt aus. So, bin ich gerade dran. Weil es momentan Nacht ist, können wir Olivia in ihrem Piratenschiff antreffen. Deshalb, Olivia, es war schön, dass du dich mit uns herumgetrieben hast. Aber ich sage jetzt einfach mal, zieh dich mal eben schnell um und wir sehen uns dann in 5 Sekunden. Okay. Es wäre lustig, wenn man beide Versionen in einem Team haben könnte. Viel Spaß im Lurk-Taschentuchgeist. Lass dich berauschen. Oh ja, sieht so viel cooler. Pirates, Pirates. Zieh dein Schwert. Wir machen uns auf. Das ist einfach die Crew von Phantom Hourglass. Wir haben einfach einen riesigen Phantom und Tetra. Tetras Piratenpack. Back to the Grasebene. Oder eher nach Hause in mein Zimmer. Und dann auch in die westliche Grasebene. So, da könnten wir jetzt die Story weitermachen. Machen wir aber erst im Stream 43. Ne, 33. In Stream 33 geht die Story weiter. Für alle, die es interessiert. Die Story wird jetzt mittlerweile ein bisschen schneller abgearbeitet. Aber dennoch geben wir uns zwischendurch ein bisschen Ruhe für das Spiel. Ob wir jetzt den Dösdrachen legen, wäre cool. Und Bestienleder brauche ich auch noch. Aber dafür müssen wir, glaube ich, nach Almagique und diese Schakale legen. Aber ich will nochmal so einen coolen Edelsteingecko legen. Fünf nach. Sammeln wir den Schmetterling ein? Ich habe gesagt, sammeln wir den Schmetterling ein. Was ist dein Problem? So, wie schnell lege ich so ein Schaf? Patz, patz. Weg mit dir. Hab einen Bock geschossen. So, die Frage ist, schläft der Dösdrache aktuell hier oder schläft er auf seinem Plateau? Ah, ich weiß, was wir jetzt machen. Ich weiß, wo wir hingehen. Und deshalb ist es eigentlich sogar gut, dass wir schon mal hier sind. Wir müssen Schützer der Grasebene. Wir können jetzt nämlich hier entlang. Und hier gibt es etwas Neues zu begutachten, den sogenannten Urforst. Ich hoffe, ihr seid dafür bereit. So, die üblichen grasebenen Bäume. Weil ich denke mal, im Urforst finden wir dann krassere Bäume. Und Waldgeister und sowas. Mal schauen, was hier für Fische gibt. Habe ich die für mal Ur oder Ur? Ja, yeah, eher so wie uralt. So, hier ist ein einfacher Fisch. Kastellkarpfen. Nichts Besonderes. Auf in den Urforst.
Oh Gott, und die muss ich legen. Das ist ein Vogel weg mit dem Vieh. Das sind wieder Viecher für den... für den Söldner. Hier sind kleine lustige Pilze. Da ist ein Apfelaffe. Hi, Anthony. Was geht ab? Wir spielen Fantasy Life. Was hast du gelernt? Lernst du für deine Ausbildung? Hier gibt es eine große Eiche. Oh, ob wir die legen können? Mal schauen. Ja, doch. Die ist einfach zu legen. Zack, boom. Es ist gerade ein bisschen ruhiger geworden. Die Leute entspannen sich. Jetzt ist ja schließlich auch der letzte Tag, bevor das Arbeitsleben weitergeht. Deshalb kann man sich dort Ruhe gönnen. Mal die Kiste her. Wir sind jetzt zum ersten Mal in den Urforst gegangen. Ich schau mich hier mal um, was es so gibt. War lange nicht mehr hier. Ah, richtig, es gibt den Honigbären. Muss ich den auch erlegen als Schütze? Versuchen wir es einfach. So schwer kann es ja nicht sein. Ja, doch, die gehen relativ früh down. Schaut euch den tänzenden Bären an. Hier bald Abschlussprüfung, Änderungsschneider. Änderungsschneider, okay. Eigentlich schon mal interessant zu erfahren, was ihr eigentlich alle gelernt habt, so. Das interessiert mich auch. Eigentlich müsste ich Taschentuchgeist echt mal fragen und Kerbo, was ihr so verarbeiten habt. Nicht so, ihr müsst es eigentlich nicht sagen, so, weil es halt voll privat ist. Aber es wäre super interessant, einfach mal so zu gucken, was wir alle für Professionen haben. Ich bin ja quasi IT und... ja doch, Informatik halt. Ich schreibe meistens Skripte oder beschäftige mich mit Datenbanken. Zumindest habe ich das so gelernt. Nicht gehen. So, ich weiß gerade gar nicht, gab es im Urforst eigentlich eine Lebensgildenhändlerin? Also eine Beutehändlerin? Schaut euch den an, weg mit dir. Das ist doch dieser Miniboss aus Kirby. Erzähl doch nichts. Achtung, Katze im Wald. Also ich glaube, wir sind mit der richtigen Fähigkeit hergekommen. Hier sind eine Menge Gegner für den Bogen. Und es wird Tag. Aber die Musik ändert sich nicht. Großer, böser Baum, verzieh dich. So, Vitalkraut. Sehr entspannt hier. Lauscht den Klängen. Generell, der Soundtrack von Fantasy Life ist eigentlich... ich meine, er ist wie das komplette Spiel einfach nur underrated. Volltreffer. Ich habe auch festgestellt, während am Anfang die Musik noch relativ verspielt klingt, kann die später doch relativ ernst werden. Also das hatte ich dann schon wieder vergessen. Pong. Ich wünsche allen, die jetzt gerade was essen, einen guten Appetit. Mal schauen, was ich mir später noch reinpfeife. Ich habe relativ spät Mittag gegessen, deshalb habe ich nicht so ein Problem gerade. Morgen muss noch erstmal wieder eingekauft werden. Hä, was machst du denn hier? Bist du eben hier gespawnt oder was? Weg mit dir, Katze. Gerade fertig gegessen. Was gab's denn Schönes? Das interessiert mich jetzt. Bisschen neugierig bin ich. Nicht wundern. Bär, Bär, Bär. Ich mein Bären. Tot. Eine Salami-Pizza mit Chili-Flocken. Pizza. Oh nein, der große Baum ist weg, weil ich den Bär gelegt habe. Wie ärgerlich. Aber ich glaube, der große Baum war gar nicht so wichtig. Ich will nach der Ausbildung an meinen Art-Skills arbeiten und in Richtung Story schreiben, Charakterdesign. Oh ja, wenn du es schaffst... oh mein Gott, was hat Odeon für ein cooles Schwert? Warum hat er ein Laserschwert? Wie cool ist das denn bitte? Ich bin gerade übel abgelenkt von diesem Laserschwert. Sieht aus wie so eine Bionicle-Waffe.
Es ist nicht einfach, in diesem Gebiet etwas zu finden, aber ich wünsche dir Erfolg und vor allem, dass es dich erfüllt. Hör nie auf, das zu machen, was dir Spaß macht. Und versuche einfach besser zu werden ohne Krampf. Einfach immer wieder weitermachen. Warte, hier rechts muss ich noch hin. Hier war ich noch nicht. Oder geht's hier weiter? Hier sind die Blattlinge und hier ist ein Boss für den Schmied. Nee, für den Holzfäller. Und ein paar lustige Waldgeister. Weg mit euch. Glaubt ihr, wir können den großen Baum legen? Ich glaube nicht daran. Das ist wie diese Dämonentafel. Ah? Die Musik sagt, wir könnten das potenziell schaffen. Und wie wir das potenziell schaffen können. Oh mein Gott, was ist hier los? Warum können wir auf einmal so große Sachen schaffen? Ja, mach ihn fertig. Noch einer. Und jetzt. Okay, hau rein. Honk. Die mächtigen 69 Erfahrungspunkte schmecken sehr gut. Der große Urforstbaum gehört uns. Den müssen wir aber noch zu einer Beutehändlerin bringen, sonst zählt, glaube ich, der Deal nicht. Die kleinen Bäume lasse ich jetzt einfach mal stehen. Und ich hoffe, dass es eine Beutehändlerin gibt im Urforst. Das war einfach. Was eben in Ayo. Ich glaube, hier sind noch nicht so seltene Fische. Weil wir technisch gesehen, nee, wir sind im Urforst, wir sind gar nicht mehr in der Grasebene. Aber ich glaube, der tiefe Urforst beginnt erst da hinten. Auf der linken Seite. Ja, das sind alles kleine Fische. Wo kriege ich Tomaten her? Wahnsinns Waldangeln. Okay. Neue Quest für den Angler. Ob ich jemals den Konterschlag nochmal hinkriege? Ich denke nicht. Urforstforelle, also endlich mal was Neues. Aber ich glaube, jetzt wächst hier nichts mehr nach. Ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Und es geht noch tiefer in den Urforst. Was geht hier ab, Paladin? Ah, oh, schleiche dich doch nicht so an mich heran. Der tiefere Wald ist direkt dort hinten. Ich fürchte mich. Was, willst du da etwa hineingehen? Das halte ich für gar keine gute Idee. Du kannst mich nicht aufhalten. Eine Blaueiche, kann ich die legen? In der Tat kann ich die legen. Okay, ich glaube, wir müssen bald mal wieder auf die Schneespitze. Kein Scheiß. Ich glaube, Platin rückt in greifbare Nähe. Die peitschende Viecher. Der große Baum sieht aus, als würde er was droppen. Pong! Ah, shit, nicht der letzte Treffer. Okay, er droppt aber nichts. Wir haben die super Spezialattacke. Ich will sie sinnvoll benutzen. Ich treibe euch zusammen. Ich habe ein bisschen Schaden gemacht, aber ich habe sie nicht getötet, leider. Dafür Bonuserfahrung. Wenn auch nicht viel. Oh, ein großer böser Geist. Kriegen wir den down? Ich glaube, den kriegen wir nicht down. Nee, kriegen wir nicht down. Lauf du mal leben, lauf du mal leben. Wenn es hier aussieht, als wäre das Ganze ein Dungeon, ist es das tatsächlich nicht. Es ist mehr eine Art Durchgang in einer Art neues Dorf. Warum ist der Bär so groß und wütend? Der sieht aber nicht sehr chill aus.
Komm mal runter. Ich piekse dir ein bisschen. Mach ein bisschen Akupunktur. Dann sollte der schon wieder runterkommen. Zack, zack, zack. Beute! Oh, bitte sag mir, dass mein Dings noch existiert. Mein großer Baum. Wehe, der ist jetzt weg. Ich hatte gerade so Angst. Ich muss hier aufpassen, was ich besiege. Blauäuche gibt mir aber auch nur Eichenholz, richtig? Meine Tonk? Oder gibt mir das besonderes blaue Eichenholz? Nee, gibt mir nur Eichenscheite. Aber die Gegner hier nehmen doch ein bisschen weniger Schaden, als ich gerne hätte. Also das war nur das Vorgeplänkel. Volltreffer. Was ist da los? Warte, war es das schon? Oder ist hier der Ausgang? Hä, was ist das denn Cooles? Einfach wieder der Weg zurück. Ist nochmal so ein komischer großer Baum. Baumgegner, Baumgegner! Zack, zack. Schlag zu, Schlag zu, Schlag zu. Ah, wie schaffe ich das vom Timing her? Ein Düffel. Ist das sowas wie ein Trüffel? Eine mysteriöse Kraft hält es verschlossen. Also hier sind wir noch falsch. Die Musik ist aber schon ein bisschen bedrohlich. Und eine lila Blume. Wir können, oder eine schwarze, wir können hier jetzt auch kleine um. Nein, 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 nein. Nein, lauf, 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 lauf um dein Leben. Wer hätte gedacht, dass der von der anderen Seite auch noch gucken kommt? Weiteres Schwarzglöckchen. Bis hierhin folgt er sich. Das ist noch ein größerer, böserer Baum. Den kriege ich nicht hin, aber ich möchte es versuchen. Level 34! Hm, 34. Ist das noch viel lustiger als 34? Nö, schaffe ich nicht. Ich komme hier nicht vorbei. 69 ist definitiv lustiger als 34. Okay, ich muss hier durch, ich muss hier durch, ich muss hier durch, ich muss hier durch. Noch ein Schwarzglöckchen. Noch ein Schwarzglöckchen. Noch ein Schwarzglöckchen. Noch ein Schwarzglöckchen. Und hier ist der Eingang zur Urforstgrotte. 42 ist auch eine starke Zahl. Hier sind ein paar Pilzis. Und es geht nicht weiter. Ein Pfotenabdruck? Ha. Ich glaube, ich bin zu früh hierher gekommen. Das ist dann erst in der Story. Das ist wortwörtlich ein gottverdammter blauer Pfotenabdruck. Error 404, find not found. 404 ist auch eine starke Zahl. Schreibt mir noch mehr lustige Zahlen in den Chat. Ein Himbeereis. Oh Gott, ich will mit diesem Vieh nicht kämpfen. Warum sind hier so viele Viecher? Einfach weg hier, weg hier, weg hier. Einfach nur weg hier. Der Killerbär wird da unten auf uns warten. Das können wir gar nicht gebrauchen. Einfach nur raus, raus, raus. Er hatte recht, wir sind hier falsch. 420, Blaze, 666. Oh yeah. Und der Apfelaffe. Der Apfelaffe ist gar nicht mal so schlimm. Was ist eigentlich hier? Dies ist der Wald der Geister. Menschen dürfen hier nicht betreten. Jedes Leid, das du dem Wald zufügst, wird vielfach vergolten. Oh nein, ich habe vorhin den Baum umgelegt. Schnell weg hier. Wir haben eine ganze Menge Bäume umgelegt. Ha, hab mir die Kisten ausgewichen.
Ich gehe erstmal zur Beutehändlerin. Gehen wir auf die Plantage von Farmer Tom. Und schauen, dass wir dort vielleicht Tomaten auftreiben oder so. Für das Kochleben. Ich finde das Game einfach so Metroidvania. Wenn man schnell überall hinkommt, bis man merkt, dass man für das Gebiet zu schwach ist. Ja, das ist richtig satisfying an dem Game, Anthony. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass meine Viecher leben. Lass meine Kiste leben. Es gibt keine weiteren lustigen Zahlen. Nee, an sich nicht. Das waren die großen lustigen Zahlen. Die bekannten. Vielleicht gibt es noch mal ein paar Innuendos. Haben wir bei dir die Aufgabe geschafft? Hey, du hast deinen Rotwurf erlegt. Du sollst aber 10 erlegen. Hast du gut gemacht. Hier ist ein Headpad. Sag mal, bin ich das nur oder sind die Wespen jetzt rosa auf der Ebene? Außerdem, hey, 1000 Gulden, das ist ein Hundertstel von dem, was wir für Dings brauchen. Nee, das sah nur so aus, wegen dem Flausch. Also, Äpfelchen. Kraut. Stellapfel, Kastellapfel. Wie gesagt, lass den. Nimm das, nimm das. 10 Apfel. Es gibt noch ein paar lustige Zahlen, aber ich kenne. Die sind nur lustig, wenn jetzt da. Meinst du etwa Source-Nummern? Oder wie heißt dieses Zeug nochmal? Die. Es gibt so gewisse Nummern, die man mit gewissen Webseiten verbindet. Ich weiß nicht genaueres. Und außerdem Lied ist natürlich auch eine geile Zahl. So, ich möchte gerne mein ganzes Zeug abgeben. Oh, das ist ein Killerbär. Dafür kriegst du 1800 Gulden. Oh, Hochlandhonig. Krieg 17. Oh, stimmt. 31 gibt's auch noch. 300 für das Vieh. Und was kriege ich für den fetten Baum, für den ich mich mit dem Urforst angelegt habe? 1000, okay. Eigentlich müssten wir nur 100 Mal den Urforstbaum legen. Ne, 17 ist laut Pizmeet die Zahl der Erkenntnis. Ja, was interessiert mich, was Pizmeet sagt? Kartoffel, 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 Zwiebel, Zwiebel, Kohl. Kohl und Rettich, Rettich und ein Rotglöckchen. Und eine Pinie. Ist ja okay, wenn du die... Sind das nicht sogar mehrere? Oder war Pizmeet eine... Nee, Pizmeet war eine Gruppe. Das sind 5 Stück. Ist ja auch cool, also. Dann hast du immer wen zum Zocken. Also wenn du halt die Gruppe bist. Nicht wenn du die Gruppe schaust. So, ich würde zum Beispiel sagen, Bahamut gehört ja auch mit rein. Und wenn er irgendwann anfängt zu streamen, dann wird's richtig lustig. Aber blöd nur, dass man für die meisten Spiele die Leute halt einladen muss. Wegen Lokal und so. So, hier ist noch ein Grünglöckchen. Eine Energieblume. Noch ein Grünglöckchen. Die Energieblume scheint selten zu sein. Hier kann man angeln. Was gibt's hier für schöne Fische? Dann lad mich doch ein. Oh, wo? Berlin ist ein bisschen weit weg. Ich lade euch gerne ein auf die Max. Und natürlich auf die... Nee, doch, das war die Max, glaube ich. Und wenn Anime nicht euer Ding ist, dann eher auf die EGX. Also so zu spielen, entschuldigt mir noch eine Runde smashen. Absolut. Smashen? Wenn du willst, können wir heute noch ein bisschen smashen. Eine kleine Zugabe. Außerdem Regenbogenapfel. Nett, nett. Im Brunnen ist bestimmt irgendwas versteckt. Okay, da ist nichts versteckt. Diese Fliegen sind meine Freunde. Ich mag sie gerne. Kann man hier irgendwo Sachen kaufen? Es wäre cool, wenn es hier einen Stand gibt. So, mir fehlen Tomaten. Und das Privileg mal bekommen haben, eine ganze Woche zu dir zu kommen. Oswin, komm her, du bist eingeladen. Oh, guck mal, ein Kuschelhase. Süß. In Pokémon kannst du nicht mal die Kamera drehen. Was ist das für ein mächtiges Spiel? Mal schauen, wie sehr mich meine Freunde heute belästigen, wenn ich Zeit habe. Ja, also ich würde halt... Warte mal, wir haben jetzt... Wenn ich mit Fantasy Life fertig bin, haben wir ungefähr noch eine Stunde. Und dann bin ich nicht über die...
Über die 5 Stunden. So. Ich muss dann nur leider gleich ins Bett. Also eventuell mache ich mir eine Kleinigkeit zu essen und dann können wir die Clips anschauen. Zwinker, zwinker. Kann man hier Sachen kaufen? Hallo Reisender, hier gibt es Toms Plantage. Okay, das mit 1, 3. Hast du nicht gesagt? Oha, Tashi. Das hätte ich niemals von dir erwartet. Du musst nicht mitreden, wir können einfach nur spielen. Alle können halt dazu kommen. All cats are beautiful. Ich dachte, all colors are beautiful oder a signed pocketbook. So, leider gibt es hier gar nicht so viele Sachen, wie ich gerne hätte. Dieses Ich bin schüchtern wird zu oft als Ausrede genommen. Ja, aber ist halt so. Hä? Das ist so dumm. Weißt du warum? Smash Oswin darf kein Smash spielen. Oswin ist zu gut für alle Anwesenden. Ich bin auch wirklich schüchtern. Ist okay, das legt sich mit der Zeit. Sag mal, was ist eigentlich mit der KI von den beiden gerade los? Odeon, chill doch mal bitte. Außerdem, ich wollte gerade sagen, Ari, du streamst. Wieso solltest du schüchtern sein? Aber ich zwinge dich nicht dazu, so. Es ist doch okay, wenn wir nur über den Stream chatten dabei. Halte dich circa 21 Uhr bereit. Für eine halbe Stunde Spaß. Sage ich jetzt einfach mal im Voraus. Internet bin ich weniger schüchtern, schreibe eher. Ist doch cool so. Ich habe mir auch angewöhnt, öfter mal in andere Calls reinzuhören, wenn ich sehe, dass Leute online sind. Und hab dann schon. Oh mein Gott, ich muss euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich war auf irgendeinem Discord, ich weiß nicht mehr genau auf welchem. Und jemand hat Puyo Puyo Tetris 2 gespielt. Das habe ich halt gesehen, der hat es über Discord gestreamt. Also bin ich in diesen Call rein, auf diesem internationalen Server. Hab so geguckt. Wir reden so ein bisschen auf Englisch, so, yeah. What are you doing here? Yeah, I'm playing the story, 3 Stars. I get all the ranks. Oh yeah, it's cool. That's work. I wish you great doing. Und alles, was ich halt so höre, ist, die Person hat einen ziemlich harten Akzent. Where do you come from? Ich weiß nicht mehr, ob es Österreich war oder I'm from Germany. Und ich so, da müssen wir gar nicht Englisch reden. Und da mussten wir erstmal fett lachen. So, das kann passieren, das ist super und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Hä, wer bist du denn? Der Drachentöter. Oh, du bist doch nur ein einfacher Paladin, nicht wahr? Sag mir, macht es Spaß, dich abzumühen, um die Welt mit all ihren kleinen Bewohnern zu retten? Ha. Was ein Edgelord. Da können wir ja Deutsch sprechen. Dieser Channel ist jetzt Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Das Killerninchen. Beep, 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 Ding. I don't get it, Oswin. Was ist dein Problem? Killerninchen wurde gelegt. Mikrowellen-Noises. Oh. Ey, wenn ich meine Mikrowelle benutze im Stream, dann regen sich immer alle auf, dass man die hört. Hört mal auf. Hört mal auf, meine Mikrowelle zu mobben. So. Ich würde sagen, im nächsten Stream, also es ist schon noch nicht so Ende. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie der Stream gerade liegt. Ich glaube, wir haben 9 angefangen. Krass, ey, wir haben noch eine halbe Stunde, dann können wir eigentlich heute schon auf die Eisspitze gehen. Was ist da los? Warum geht es heute so schnell?
So gefühlt ist schon super viel passiert. Und nochmal sagen, ja, wenn ich nicht mehr Smash mitnehmen kann, dann kann ich wenigstens kommentieren. Das kannst du machen, ja, das ist okay, Oswin. Da kannst du dazu kommen. Kannst du mir sagen, dass ich schlecht bin? Hab ich noch ein Killerninchen erledigt? Ich habe zwei Killerninchen erledigt. Wahnsinn. Hallo, Schildkröte. Voll den Panzer fit gemacht. Pina Bad Lul. Ja, so heißt dieses Emote. Oswin hat übrigens Pina Bad Lul erfunden. Falls ihr das schon mal wissen wolltet. Smash, ja, wir spielen um circa 21 Uhr Smash. Oder zumindest nach dem zweiten Fantasy Live Stream. Part. Aber erstmal möchte ich mein Duell mit Ari quasi. Und danach machen wir keine Ahnung was. Snack, 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 Snack. Okay, warte, warte, ich hab's. Komm mal her. Ja, endlich zwei mit dieser Attacke erledigt. Ich fass es nicht. Finally. So, ist hier oben nicht die Farm? Ach nee, hier ist einfach nur Florinas Haus. Schade. Oswin Badlul? Ich wünschte, es wäre so. Oswin ist krank. Ihr könnt ja mal gegen Oswin spielen. Danach heult ihr. Hey Hannes, willkommen. Wir spielen wieder Fantasy Live. Ah, never mind. Du warst ja bei Animal Crossing, glaube ich, dabei. Wird heute aber nicht gespielt. Wir haben uns auf was anderes geeinigt. Wir haben uns später auf Smash geeinigt. Falls du daran Interesse hast. Angriff des Killerninchens abgeschlossen. Voll schon oft genug. Wird circa 21 Uhr. Oder auch ein bisschen vorher. Ich würde sogar sagen... Warte, wir überlegen, wir haben 17 Uhr angefangen. 18.09 Uhr war Fantasy Live zu Ende. Ich bin komplett ich habe komplett den Faden verloren, wie lange der Stream gerade ist. Animal Crossing weiß ich noch nicht, wann wir das wieder spielen. Ah, okay, da sehe ich. Der Stream läuft jetzt etwa 2 Stunden 40. Dann... Ja. Glaube ich, dass das jetzt dieser Part von Fantasy Life war, weil ich glaube, Dings war 40 Minuten lang. Und dann haben wir irgendwie nochmal Dings gespielt. Ich bin komplett verwirrt. Tut mir leid für den etwas kürzeren Stream. Wir haben Pläne für heute Abend. Bis zum nächsten Mal bei Fantasy Life und tschüssi.